Also nochmal den Weg, nur mal kurz zum. Fahren jetzt über Holland nach Deutschland. Deutschland rauf nach Dänemark. Und Dänemark nach Schweden. Schweden rauf. Rüber nach Finnland. Passt. Kriegen wir hin. Schaffen wir es bis zum Ort irgendwann? Stunden. Wenn wir die nächste Raststätte wieder anfahren. Ja, ich habe übrigens das Spiel neu gestartet und so. Das mit dem Blinker sollte jetzt auch nicht mehr sein. Ja, glaube ich, gibt's wenig, was ich getan habe. Ruhe, ich habe den einen Mod rausgenommen, trotzdem sind diese enormen hohen Aufträge drin, die bezahlten. Ich weiß nicht, an was das liegt. Kann ich nicht sagen. Jetzt nach Duisburg, aber da wollen wir ja nicht hin. Echt aufpassen im Regen. So, da fangen wir auf den Schlafplatz. Ich hoffe, wenn wir aufwachen, regnet es nicht mehr. Ich habe übrigens die Regenwahrscheinlichkeit war ziemlich niedrig. Die habe ich jetzt höher gestellt, weil wir hatten ja eigentlich nie Regen. Ja, deswegen können wir auch nicht fahren im Regen. Weil es nie gewohnt war. So, da ist auch die Grenze. Belgien, Niederlande. Ich weiß nicht, was mein Plan war eigentlich. Kurzer Check, was unsere Fahrer machen. Wollten uns wirklich angewöhnen, so kurz nach Dings, ja, endet in 2 Stunden, endet in 1 Stunde, endet in 6, 5, endet in 0, sehr schön. Dann 7. So einen kleinen Überblick sollten wir uns halt immer machen, was läuft da gerade aktuell so geldmäßig. Da 14.000, Thomas, super einfach. So, dürfen wir in den Niederlanden auch 90 fahren? Ich wollte gerade sagen, wir noch in den Niederlanden, oder? Thank you.
trotzdem. Wir haben 1985, also 80 an. Rotterdam. Sport an, verdammt. Verdammt, da waren wir dann dran. So, rechts. Ich will nur schauen, was Neues gibt. 5108. Flughafen. Jetzt unten durch. Und in Amsterdam. Schon Amsterdam. Stop.
Ja, bald sind wir dann in Deutschland, wenn wir jetzt in Amsterdam waren. Das nächste Ziel dann Deutschland. Nächsten Mal schlafen werden wir noch tanken. So, Osnabrück, 148 Kilometer, da müssen wir hin. Zogen sind eigentlich dann immer schön voran, aber wir haben immer am Anfang oder mitten drunter irgend so eine richtige Aktion oder dabei, die unnötig ist. Letztens noch nachgeschaut, ich habe 60.000 schon für Bußgelder ausgegeben. Ich meine, darunter auch einmal, da wo wir so gerast sind, da waren ja schon 15.000 sicher. Aber ich denke, die 50.000, das ist schon wieder ein halber Kredit. Und jetzt haben wir eher nur die 5.700 als Kreditrahmen. Das ist ja eh momentan, was, wie gut unsere Fahrer unterwegs sind, eh nichts. Ob wir die rentabel fahren. So. Kann man gar nichts sagen. Das sind die Einnahmen schon. Overtop. Sagt allein dieser Thomas 14.000, dass er drei Kredite macht. Ne? Und da will ich rein ins Plus ein. Ich überlege auch sogar die ganze Zeit, ob wir dann, wenn wir so halbwegs das Geld zusammen haben, eben, also wenn wir da wissen, wir können den Kredit wieder nehmen, ob wir uns dann nicht Aufträge suchen, sodass wir dann irgendwo in Österreich landen. Also das heißt jetzt, was haben wir noch? Graz, Salzburg, Innsbruck. Und uns den Auftrag dort beenden lassen, also dorthin fahren, das beenden und dann uns dort die Garage kaufen. Und vielleicht haben wir bis dorthin ja auch schon wieder mehr Geld zusammengespart, ja?
So, welcome to Germany. Rück, 150 Kilometer. Übrigens ist auch was über Interessantes, weil wir jetzt erst über unsere Fahrer geredet haben. Also über unsere Garage jetzt. Man kann maximal 277 Fahrer einstellen. Wenn ich jetzt rechne, ich kann 5 pro Garage nehmen. Ja. Heißt das, nach 40 Garagen, was eh schon eigentlich enorm ist, aber ich weiß jetzt nicht, wie viel steht es gibt. Mal noch nachschauen dann. Aber wenn ich jetzt sage, ich kann 40 Garagen nehmen, nein, ich kann ja mehr nehmen. 40 mal 5 ist 200. 50 Garagen kann ich nehmen. Dann noch 27. 55 Garagen ungefähr sind das dann. Man sehen ja auch noch mal, wir haben zwei. Und wenn da jede Garage dir pro Tag 10.000 abwirft, viele vergessen, dass wir nicht nur aufs Gas steigen sollten. So, ja, gegen 22, 23 Uhr suchen wir uns eine Bleibe mit Tankstelle. Hamburg, 176 Meter. Wieder richtig kratzen. Eine Stunde. Wäre nicht so viele Kilometer. Ich würde echt interessieren, könnten mit der Fähre nicht wirklich bis rauffahren da? Bis Helsinki? Ich würde sagen, da brauchen wir auch eine Fähre. Gibt es eine Brücke da? So, dann brauche ich eigentlich gar keine Fähre, weil da gibt es eine Brücke. Dann wieder eine Brücke. Na, lassen wir es einfach so, wie es die Route vorgesehen ist. Das können wir irgendwann wieder mal probieren. Oder wir können es vielleicht beim Zurückfahren probieren dann. Über Helsinki zurückfahren dann. Sehr schön, aber auf jeden Fall.
Ja, wir müssen Richtung Hamburg. Ja, da kommt der Bram, wenn er hier rüberfährt. Jetzt ist es einmal erledigt. Eigentlich müssten wir nach Kiel, oder? Dann. Also Hamburg und dann Kiel. Dann weiter rauf. Dänemark. So, was sagt unsere Tafel dort vorne? Über Hamburg 96 Kilometer. Mein Lieferservice ist gekommen im Essen. Schaffen. Noch was? Wie schön der aber rollt die ganze Zeit, so richtig ohne Beschleunigung. Richtig sparen dann. Das alle wissen, ist da. So. Viel.
vertikal mit der untergehenden Sonne da vorne jetzt. Oder? Hat uns geblendet. Ich sehe Hamburg. Gut, bis zur Raststation fahren wir auf jeden Fall bis zur nächsten, aber wenn wir stehen bleiben, Tankstelle und eben. Tankstelle und Schlafplatz. Mal kurz, wo der nächste ist. Da oben, also kurz vor der Grenze zu Dänemark, das fahren wir jetzt noch durch. Verlassen haben wir. Sorry. Ah. Ich wollte mir gerade von meinem Lieferservice essen, was im Mund schieben. O3 Quartersheim. Rechts geht's nach Kiel. Wollen wir aber nicht. Und dann die Grenze zu Dänemark. Zön, 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 ist es hier auf der Autobahn in Deutsch, Deutsch, Deutschland, Richtung Dänemark. Aalborg, da schauen wir richtig aus, das ist ein dänischer Place.
Da bleiben wir stehen. Und das ist noch eine geile Brücke. Aber kann man schon stehen bleiben. So. So, Pause und wir sehen uns beim nächsten Mal.